Oh, und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy HD. So, wir gucken mal. Achso, nee, halt, ist ja. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr bis Ende von Game 2, aber ich kriege das schon irgendwie noch hin. So, auf geht's. Dann wollen wir mal wieder die Blockaden brechen. Mit immer noch einer der geilsten Musik. Mo, bitte sagen Sie uns, was vor 6 Monaten passiert ist. Was in aller Welt ist in diesem Zirkus passiert? Okay, okay. Muss ja nicht so grimmig schauen, wenn du mich fragst. Hey, sieh mal dort. Saftige Burger. Lass uns lieber essen. Leider bevorzuge ich Sandwiches mit gegrilltem Huhn. Übrigens, ich habe da so eine Idee, was damals passiert ist. Mo, Sie haben etwas von einem Unfall erwähnt. Das ist nicht zufällig der Grund für den Unfall, oder? So, ich würde sagen... Okay, das wollte ich nicht sagen. Jetzt fragt ihr euch, was sucht der Trottel? Da ist er. Also ich spekuliere jetzt zuerst Löwe und dann Opfer. Regina hat etwas davon erzählt. Leon hat bei der Probe einen Fehler gemacht. Richtig? Was? Okay, das saß. Ich habe es Ihnen so oft gepredigt. Ihr sollt keine derart gefährlichen Nummern vorführen. Den Kopf in Leons Maul zu stecken gehörte dazu. Regina hat doch an Leon geglaubt. Sie konnte den Zirkusdirektor überreden. Er konnte ihr einfach nichts abschlagen. Mal aus purer Neugier. Wer wurde denn gebissen? Na los, Mo. Stellen Sie sich jetzt nicht stumm. Wen hat Leon in den Kopf gebissen? Nun, ich habe versprochen, dass ich nichts verrate. Sie haben es versprochen? Er ist auch darin verwickelt. Er ist darin verwickelt? Ha? Mo spricht wohl von... Mo, ist das die Person, die Sie versprochen haben, nichts zu verraten? Ich tippe auf unseren Akrobaten. Unfall vor 6 Monaten. Soll die Klappe halten. Also vermute ich wieder die Geschichte. Es betrifft nicht ihn. Aber auf jeden Fall, er hat damit zu tun. Es muss Akro gewesen sein, stimmt's? Woher weißt du das? Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mo. Die Umstände jenes Unfalls können dabei helfen, den Mord am Zirkusdirektor aufzuklären. Nein, niemals. Ich muss herausfinden, was mit Russell passiert ist. Sagen Sie bitte, was Sie wissen. Tut mir leid, Agro. Okay. Dann erzähl mal, wie es weitergeht. Es ist genauso, wie du sagtest. Du weißt, der Unfall. Ist jemand gestorben? Nein. Aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er gestorben wäre. Was? Inwiefern wäre das denn besser gewesen? Er lebt noch. Aber als er gebissen wurde, erlitt er einen massiven Hirnschaden. Er wird nie aus dem Koma erwachen. Koma? Jetzt liegt er nur noch in seinem Krankenhausbett. Und zum Meer wird er nie wieder in der Lage sein. Verstehe. In welcher Beziehung steht er zu Agro? Er ist sein Bruder. Hä? Die Person, die gewissen wurde, ist Agros Bruder. Bruder? Sie waren ein Akrobatenteam. Die Brüder Agro und Bud. Agro und Bud. Ist klar. Für 5 Cent in den Kommentaren. Heißt das vielleicht Akrobat? Ich weiß ja nicht. Süße Spitznamen, finde ich. Wie auch immer.
Sie waren ein unglaubliches Team. Auf einen Schlag alles vorbei. Übrigens, geile Musik wieder. Ach, also eins muss man im Spiel lassen. Der Soundtrack ist genial. Der ist wirklich genial. Und das ist der Vorteil, wenn ihr die HD Collection... Ich weiß, jetzt kommen wieder die Freunde. Sag gefährlich, dass ich die HD... Ruhe auf den billigen Plätzen. Die HD Collection hat also auch den Soundtrack dabei. Den kann ich euch nicht zeigen, weil dann hagelt es Content-Treffer, aber der Soundtrack ist wirklich geil. Guckt mal nach, es gibt eine Jazz-Version davon und es gibt eine Orchester-Version davon, falls ihr mal richtig Bock drauf habt. Richtig gut. Wer ist Akros jüngerer Bruder? Sean Dingling. Aber alle haben ihn Bud genannt, ja eigentlich Bett in dem Fall. Aber gut. Er verliebte sich in Regina. Der Versuch, sie für sich zu gewinnen, war sein Untergang. Noch einer. Alle scheinen sich in Regina zu verlieben. Vor 6 Monaten, als wir beim Proben waren, sprudelte es plötzlich aus Bud heraus. Lass mich mit Leon auftreten. Aber warum? Weiß ich nicht. Aber so kam es zu dem Unfall. Ich werde diesen Augenblick niemals vergessen. Es war so seltsam. Leon hatte einen komischen Ausdruck auf seinem Gesicht. Er lächelte. Ja? Sie meinen Leon? Ja, Leon. Als er zu bist, lächelte er. Es ist und bleibt ein wildes Tier. Ein ganz krankes Grinsen. Nicht möglich. Das ist unmöglich. Ein grinsender Löwe. Ein fliegender Mörder. Achso. Ein grinsender Löwe. Ein fliegender Mörder. Warum bekommt immer Mo und all diese unglaublichen Vorkommnisse zu sehen? Nick, können Löwen lächeln? Wir haben der Polizei nie davon erzählt. Der Zirkus wäre sonst geschlossen worden. Am nächsten Tag hat der Zirkusdirektor Leon rausgebracht und erschossen. So ist es also gewesen. Tja, ihr war tot ernst. Was soll ich da tun? Ich musste es einfach sagen. Aber die ganze Aufrichtigkeit hat mir Appetit auf einen Burger gemacht. Hier, nimm etwas Pfeffer. Jetzt legt er wieder los und benimmt sich so verrückt, wie er nun mal ist. Hatschi! Hatschi! Toll, welch wunderbares Niesen. Meinen Sie? Auf Pfeffer wird genießt, auf Bahn wird ausgerutscht. Grundlagen für einen Clown. Kleine, ich weiß, dass du das verstehst. Nick, ich glaube, ich wäre ein guter Clown. Mal abgesehen von Regina, habe ich noch nie jemanden niedlicher niesen sehen. Niest Regina auch auf Pfeffer? Ja, das tut sie. Bud hat sie immer mit Pfeffer geärgert. Bud? In meinen Augen sahen die beiden immer so perfekt zusammen aus. Sie sahen perfekt zusammen aus? Ich glaube, wir haben alles, oder? Kriegen wir denn das Profil? Müssen wir vielleicht noch irgendwas mit dem Bruder rausfinden? Ich guck mal. Wenn ich so darüber nachdenke, war er ein echt netter Kerl. Er mochte Regina sehr. Hat alles um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Hört sich wirklich nett an. Damals hat Akko immer gelacht. Aber ich glaube, hinter den Kulissen ist beim Zirkus nicht alles immer so rosig. Verstehe. Es ist viel härter, als du es dir vorstellst. Die Leute immer zum Lachen zu bringen. Ich weiß es nicht. Es gibt halt Leute, ja, ich will jetzt hier nicht jemanden bestimmten nennen, aber wenn du einfach diese natürliche Begabung hast, Leute zu unterhalten, dann ist das eine Gunst. Eine Gabe. Das ist keine... kein Job. Hashtag totale Arroganz confirmed. So, weiter geht's. Namen erstmal, ihr Spätzünder. So. Wo ist denn jetzt, Achso, jetzt müssen wir, zu unserem, genau, zum Akrobaten. Und dann können wir das auch lösen. Und ich glaube,
dann haben wir es. Ah, Herr Wright, wieder zurück, wie ich sehe. Nun, er sagte, ich komme wieder. Moment, oder war das jemand anderer? Wir sind zurück, weil Akro verheimlicht, warum seine Beine verletzt sind. Er wurde beim Unfall vor 6 Monaten verletzt. Eigentlich sollte er wissen, dass wir das wissen. Nun, nun. Sie wollen mir offenbar ein paar Fragen stellen. Immer raus damit. Das haben wir doch alles schon, ne? Genau. Genau. Dann gucken wir mal. Dann machen wir mal Finale. So, dann erzähl mal. Ich muss fragen, wie Sie verletzt wurden. Tut mir leid, ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Ein Unfall bei der Probe. Ein Unfall bei einer Probe? Ja, unglücklicherweise leben Akrobaten gefährlich. Er lügt. Wenn das der wirkliche Grund wäre, müsste er es nicht verheimlichen. Akro, wollen Sie mir wirklich erzählen, Ihre Verletzungen seien bei einer Probe passiert? Wir denken, es war auch der Löwe, weil es ist zeitlich gleich. Leon? Vor 6 Monaten hat der Löwe Sie angegriffen. So wurden Sie verletzt. Ich weiß, ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss nur weitermachen. Jetzt guckt er übrigens nicht mehr so nett. Sie sagen, dass ich angegriffen wurde? Von einem Löwen? Das sagte ich. Tut mir leid, Herr Wright. Aber ich bin Akrobat. Ich bin kein Tierbändiger. Wenn der Löwe zu mir käme, würde ich weglaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob angegriffen hier das treffende Wort ist. Sie müssen mit dem Löwen gekämpft haben. Sie erzählen wohl gern Witze. Warum sollte ich mit einem Löwen kämpfen wollen? Weil sie keine Wahl hatten. Sie mussten kämpfen, um jemanden zu retten. Und zwar ihren Bruder. But. Ein Jammer, was vor 6 Monaten mit ihrem Bruder geschah. Sie versuchten ihn zu retten, nicht wahr? Und dabei erlitten sie diese schrecklichen Verletzungen. Mo. Er muss es ihnen gesagt haben. Ja, wir erfuhren durch Mo von Bett. Aber sie hatte er in Bezug auf den Unfall nicht erwähnt. Ich schätze, er hat sich nur verplappert. So habe ich es herausgefunden. Verplappert? Wie auch immer. Sie waren ein unglückliches Team. Auf einen Schlag alles vorbei. Auf einen Schlag alles vorbei. So hat er sich verplappert. Schließlich wurden sie beide in den gleichen Unfall verwickelt wie immer. Ich habe also diese Textzeile eigentlich gar nicht so richtig beachtet. Ich habe jetzt einfach geraten, weil der Zeitraum gleich ist. Und ich dachte eigentlich schon, wenn der eine richtig einen Angriff vom Löwen abkriegt, wird sein Bruder sicherlich da einspringen. Und das ist ja wohl auch so gewesen. Ich verstehe. Aber ein Unfall ist ein Unfall. Niemand hatte Schuld. Ich habe Agros psychische Blockade noch immer nicht durchbrochen. Er muss ein sehr tiefliegendes Geheimnis haben. Niemand hatte Schuld? Können Sie mir das näher erklären? Agro, ich weiß, dass Sie immer noch etwas vor mir verbergen. Vielleicht weichen Sie mir wegen einer Sache aus, die es Ihnen unangenehm macht. Silver sagt Regina, du bist ein bisschen Schnellschuss heute, ich merke das schon, du hast dir was vorgenommen. Wenn der Silver das sagt, wird das auch sein, deswegen brauche ich jetzt nicht großartig zu lange zu überlegen. Ich hatte jetzt erst überlegt, ich kann ja mal erzählen, wie mein Ding wäre. Ich hätte jetzt erstmal geguckt, ob jetzt irgendwas hier von den Items da ist, aber ich glaube nicht. Dann hätte ich überlegt, von den Profilen, das habt ihr immer schon beigebracht, dass ich mittlerweile auf die Profile achten soll. Und da geht es eigentlich darum, ne? Also ich bin der Meinung, deswegen wäre ich jetzt auf Regina auch gekommen, weil ich glaube, er hält die schon für nicht ganz unschuldig an dem Scheiß. Und da wird es wahrscheinlich auch hingehen. Regina. Sie wirken immer ruhig und gefasst, bis es um sie geht. Dann sagen sie Sachen wie, sie ist grausam. Sehr gut, Herr Anwalt. Ihnen scheint nichts zu entgehen.
Wissen Sie, Ihr Tiger hat versucht, mich anzugreifen. Egan versuchte, Sie anzugreifen? Zweimal. Haha, er hat es nicht ernst gemeint, da bin ich mir sicher. Sie glauben doch nicht, dass ich dachte, Regina hätte Leon angespornt, Bud anzugreifen. Leon wurde nie beigebracht, Leute auf Kommando anzugreifen. Regina ist für sowas nicht in der Lage. Abgesehen davon hatte Regina keinen Grund, meinem kleinen Bruder weh zu tun. Regina und Bud waren damals sehr gute Freunde. Aber sie hassen Regina trotzdem. Dafür habe ich Beweise. Was? Wovon reden Sie da? Nein, vielleicht habe ich es aber wieder übertrieben. Aber wenn ich Akro etwas geben kann, wird er es vielleicht... Hier ist der Beweis, dass Sie Regina nicht ausstehen konnten. Okay, jetzt braucht man einen Gegenstand. So, Unsinn. Also, ich vermute, der hasst sie wirklich. Und wenn er sie hasst, wird er auch die Notiz geschrieben haben. Und das sieht gut aus. Das? Woher haben Sie das? Regina hängt es an den Pinnwand in der Cafeteria aus. Davor war es in ihrer Tasche. Ich glaube, ich habe es am Morgen entdeckt. Jeden Morgen bringe ich Akro das Frühstück. Sie schrieben dies und steckten es dann in ihre Tasche. Stimmt das? Es stimmt. Sehr gut, Herr Wright. Immerhin hat das uns nicht ganz so leer gemacht. So, dann erzähl mal was. Wobei ich jetzt noch nicht ganz so weiß, was mir das jetzt unbedingt für den Fall bringt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, es ist schön. Jetzt wissen wir, was das für eine Kacke ist. Jetzt wissen wir auch, wie man den Zirkusdirektor irgendwie unter Druck setzen kann und überhaupt und die ganze Geschichte. Jetzt hat auch jeder irgendwie wieder Dreck an den Händen und jeder hat auch irgendwo wieder ein Motiv. Aber so wirklich? Noch nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Leon hat meine Beine verletzt. Vor 6 Monaten. Mein jüngerer Bruder Bud machte eine Wette mit Regina. Eine Wette? Eine absurde Wette. Wenn ich meinen Kopf in Leons Mund stecken kann, so wie du, musst du mit mir ins Kino gehen. Das ist Wahnsinn. Wusste er nicht, wie gefährlich das ist? Wir dachten auch alle, dass es sehr dumm war. Aber zum einen war der Löwe sehr alt und zum anderen kannte er diesen speziellen Trick besonders gut. Unglücklicherweise war Leon zu dieser Zeit nicht bereit oder willens. Dann passierte der Unfall. Er wollte sie nur ausführen. Ins Kino. Armer Bud. Als Leon zubiss, sprang ich zu ihm. Dann griff Leon mich an und so endete ich im Rollstuhl. Was ist mit Bud? Er liegt noch immer im Koma. Ich habe ihn gestern im Krankenhaus besucht. Ich verstehe. Ich warte darauf, dass er seine Augen wieder öffnet. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder hingehe. Bud und Regina. Sie waren so gute Freunde. Oh ja. Ich möchte, dass Sie sich das hier mal ansehen. Was ist das? Das ist der Schal, den mein Bruder trug, als Leon ihn angriff. Eklig, er ist voller Blut. Diesen Schal hat Regina am Tag des Unfalls meinem Bruder geschenkt. Als er es tat, schien er zu lächeln. Er? Leon natürlich. Was? Als er Buds Kopf biss, sah der Ausbruch auf Leons Gesicht aus wie ein Grinsen. Nick! Ich weiß, Mo sagte das Gleiche. Was hat das wohl alles zu bedeuten? Was ist das denn? Von Karma?
Ich nehme diesen Schal an mich, wenn es dich nicht stört. Ich tippe jetzt mal einfach. Ja! Bin ich gut. Bin ich gut. Von Karma? Ich habe bereits alles gehört. Also gib mir den Schal. Aber der Schal ist ein Beweisstück in dem Verfahren. Das ist die Staatsanwaltschaft. Um kurz mal ein bisschen so Jura für Dummies. Das habe ich zu entscheiden. Ich denke, wir können nun mit unseren Vorbereitungen beginnen, Agro. Vorbereitung? Ich habe Agro für morgen als Zeugen vor Gericht geladen. Wir reden im Büro der Staatsanwaltschaft weiter, Agro. Agro? Ein Zeuge? Komm, Agro. Gehen wir ins Büro. Ja, Frau von Karma. Was sollen wir jetzt tun, Nick? Was sollen wir morgen tun? Mach dir keine Sorgen. Ich lass mir was einfallen. Na, sieh mal an. Du bist voller Zuversicht. Du musst etwas entdeckt haben, das du nutzen kannst. So langsam fügt sich alles zusammen. Also auf jeden Fall sollten wir den Schal nicht kriegen. Jetzt bin ich nicht der größte Zoologe aller Zeiten. Das wäre vielleicht in aktuellen Zeiten, glaube ich, mit Zoosen oder wie das heißt, glaube ich, wäre das super gefragt, glaube ich. Aber kann das sein, dass da irgendwas im Schal drin war? Isabella vermutet den Pfeffer. Was weiß ich, kann aber trotzdem irgendwas in dem Schal drin sein, was ihn irgendwie beträufelt oder sonstiges. Naja, mal gucken. Wir kriegen das schon hin. Erstmal wird jetzt gespeichert. So, einmal die obligatorische Frage, die kriegt ihr dann erst in den nächsten Folgen mit. An den großartigen Captain Silver. Der, Achtung, der Justice Warrior. Extreme. Das ist der letzte Prozesstag oder wie, ne? Ich glaube, Ermittlung ist nicht mehr, ne? So, wir sehen uns gleich wieder.